Hallo und herzlich willkommen zu einem House Review hier auf Final Fantasy 14. Heute gucken wir uns das Haus von Elissa Kane an. Das Haus von Elissa Kane befindet sich in der Kirchkuppe, 15. Bezirk und auf dem Platz Nummer 8. Ist ein mittelgroßes Haus und was hier ganz wichtig ist, Speak Friend and Enter. Das machen wir natürlich. Friend oder Melon. Dürfen wir jetzt rein? Okay. Hier sehen wir schon, wir werden von einem schönen Mokri-Haus und einem Mokri-Bogen begrüßt. Eine Mokri, ja, Briefkasten, ein Mokri-Briefkasten. Der Eingang gefällt mir hier sehr gut mit den Blumen. Hat einen, ja, coolen Touch. Ja, gefällt mir sehr gut. Macht was her. Ja, wir haben gerade Winterzeit, so wie man sieht. Man hat hier ganz viel schneebedeckte Bäume, einen Weihnachtsbaum. Ja, hier auch nochmal schneebedeckt alles. Und ein warmes Onsen, das ist natürlich ganz wichtig in der Jahreszeit. Auch mit einer. Ah, hier sitzt man ja quasi auf dem Präsentierteller, wenn man hier naggisch ist. Okay, gefällt nicht jedem. Ja, manche mögen es. Nachbarn werden sich ergötzen. Ein Bismarckbrunnen hier hinten im Eck. Auch sehr schön. Ja. Was haben wir denn hier? Hier haben wir eine Außenküche. Mit einer schönen Bank nebendran. Eine Otterbank. Die Außenküche ist cool. Hier wird auch gerade was gekocht. Eine Pizza. Und eine ist auch schon in Vorbereitung. Hier ein bisschen Steak, Gemüse. Bedien mich mal. Rehschreck. Ja. Die Außenanlage gefällt mir schon mal gut. Es ist allerdings nichts angebaut. So wie es aussieht. Die Furche liegt brach. Da musst du dich mehr drum kümmern, Elissa. So geht das nicht. So, hier natürlich Holzscheite mit dabei, damit man auch schon mal schön nachschüren kann. Einwandfrei. Schöner Garten, schöner Vorgarten. Wir schauen uns mal das Haus von innen an. Gucken wir uns mal um. So, und zwar haben wir hier rechts wohl eine Küche mit zwei Bediensteten. Ich hoffe, ihr kocht für Elissa schön. Elissa isst anscheinend viel. Außen eine Küche, hier innen zwei, die kochen für Elissa. Elissa hat großen Hunger, wie es aussieht. Hier haben wir dann auch viel Gemüse, viel Obst. Schöne Küche. Mit einer schönen Kochinsel. Ja. Hier ein Tresen, wo man sich schön hinhocken kann. Ein Aquarium. Hier haben wir eine schöne Ecke. Eine schöne Sitzecke vor dem Kamin. Das ist immer schön. Das kann man immer schön gebrauchen. Sich schön aufwärmen in kalten Wintertagen. Ja, hier haben wir drei Namazu, drei Bedienstete. Hallo. Macht ihr euren Job auch richtig? Ich hoffe doch. Mit Sicherheit. Ja. Hier ist ein bisschen kahl. Hier ist ein bisschen leer. Entweder will Elissa da noch was hinbauen oder ja, will es leer lassen. Gute Frage. Vielleicht passt ein zweites Aquarium hier links daneben. Würde, glaube ich, gut aussehen. Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen leer hier. Das muss mal ein bisschen befüllt werden, glaube ich. Ja, würde besser aussehen. Wenn noch Platz ist. Ja, wo gucken wir denn als nächstes hin? Wir gucken zuerst ins erste OG. Ah, hier haben wir. Das ist ähnlich wie bei mir gebaut. Tatsächlich. Kann man seine Sachen ablegen. Wir schauen erst in das erste OG. Und. Oh. Schön. Das ist ein schöner, ja, schöner Vorplatz, nenne ich es jetzt mal. Vor. Ja. Flur? Irgendwas? Sehr schön. Das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Hier werden wir dann gleich von zwei Puppen begrüßt, die etwas anhaben. Sehr schön.
Und mal gucken, wo es hier reingeht. Ah. Das ist vermutlich das Schlafzimmer. Das ist vermutlich das Schlafzimmer. Mhm. Alles schön in weiß gehalten. Alles schön abgestimmt. Das gefällt mir sehr gut. Auch das mit den türkisen Wänden hier. Gefällt mir sehr gut. Ein einfaches Bett. Das ist in Ordnung. Ein paar Taschen. Ja. Gefällt mir sehr gut. Kann man lassen. Mal gucken, wo es hier lang geht. Hier haben wir Waschbecken. Ah. Ah, eine Dusche. Ein Bad. Richtiges Bad. Naja klar, man muss sich pflegen. Ein richtiges Bad. Und hier ein Waschbecken. Nur auf Toilette muss Elissa nicht, so wie es aussieht. Auf Toilette muss Elissa wohl nicht. Oh, ein schöner Mokri-Teppich. Der ist cool. Der gefällt mir. Schönes Bad. Gucken wir noch eins weiter. Das ist eine Klingel. Oh. Kinder? Oder Gästezimmer? Hm. Ich würde mal auf Gästezimmer tippen. Ja. Ich würde mal auf Gästezimmer tippen. Sehr schöne Bilder. Ja, gefällt mir auch sehr gut. Hier sind die Wände zum Teil ein bisschen kahl. Jetzt muss ich mal kurz hier rüber gucken. Oh ja, da können wir ein bisschen was hinhängen. Vielleicht. Wobei man eigentlich eh alles auf Kopfhöhe hat. Die Wände sind halt einfach zu hoch. Naja. Aber der Vorplatz hier, der gefällt mir wirklich sehr gut. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Der ist schön. Ja, erstes okay. Wunderbar, gefällt mir gut. Mal gucken, was im Kellergeschoss gibt. Oh. Eine düstere Atmosphäre. Cool. Ja, sieht nach einem kleinen Museum aus. Ein paar Bildern. Ein paar Statuen. Mhm. Ja. Alles schön beleuchtet hier. Nidhogg. Ganzen Trophäen, die Elissa über die Jahre gesammelt hat. Alexander. Jawohl. Sehr schön. Sehr schön. Ups. Mhm. Da kann man sich überall auch hinhocken und lässt sich hier die Bilder genießen zum Beispiel. Dürfte das Honigtöpfchen sein. Mhm. Das sieht nach Lakelands aus. Schön. Hier geht's nochmal hoch. Mhm. Hier haben wir dann so eine kleine Bildergalerie. Das sehen wir dann auch alles. Ja, es backt hier aber ein bisschen, wenn man hier direkt drunter steht. Gut, da kann man jetzt, ups, da kann man jetzt nicht viel machen, leider. Ja. Schöne Bilder, auf jeden Fall. Sehr, sehr schöne Bilder. Und hier haben wir dann auch noch ein Kleid. Mhm. Ja, eine kleine Galerie, das ist schön. Hier fehlt ein bisschen was. Ja, den Platz muss man nicht ausnutzen unbedingt. Vielleicht eine kleine Beleuchtung oder so noch. Ja, hier haben wir eine Absperrung. Hier den Greenscreen. Kommt man nicht durch. Nicht auf normalen Weg. Denn dann müsste man schon drüber hüpfen. So wie ich. Aber erzählt es nicht Elissa. Mhm. Kleiner Schminktisch. Ah, hier kann man... Vielleicht macht Elissa hier Vorführungen. Oder sie macht sich hier schön für den Greenscreen. Um dann fotografiert zu werden. Das kann auch sein. Ja. Ein cooles Haus. Gefällt mir gut. Das ist ein sehr, sehr schönes Haus. Sehr schick. Sehr viel Gedanken gemacht. Was ist denn hier da? Ah, das ist dahinter quasi. Okay. Eine Holzstämme. Jetzt sehe ich es erst. Jawohl. Ja. Sehr viel Gedanken gemacht. Sehr schön. Ich lasse mal eine Nachricht da. Sehr, sehr schönes Haus. Das SRG gefällt mir besonders. Cheers. Nimm Rall. Ja. Musste leider ein bisschen neu aufnehmen.
weil meine Aufnahme kaputt war. Deswegen steht das hier schon drin. Deswegen steht das hier schon drin. Ja. Wir setzen uns mal hoch. Wir setzen uns mal hier hin. Hier hin. So. Jawohl. Da kann man es aushalten. Ja, das war mein Housing Review zu Elissa Kanes Haus. Schaut doch auch mal gern vorbei. Lasst ihr einen Gruß da. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst ein Abo da, ein Däumchen nach oben. Und wenn auch ihr ein Haus Review von mir haben wollt, dann einfach in die Comments damit. Dann schaue ich mir das an. Oder ich kann es mir auch live angucken auf twitch.tv/nimral. Jeden Dienstag gibt es einen Final Fantasy 14 Stream. Guckt auch da gern mal vorbei. Und ich bedanke mich nochmal. Man sieht sich. Bis dahin. Ciao.